Und wenn wir jetzt hier nach hinten gehen und hier einfach mal einen Stack rausnehmen und den Stack einfach da reinpacken, dann wuppdi-schwuppdi ist der schon unterwegs, Alter. Krass. Das war jetzt schnell. Das war jetzt wirklich schnell. Da müssen wir jetzt irgendwas bei 7,96 oder so haben. Es funktioniert. Heiliger Strassack. Das geht ja mal ab. So, weißt du was? Dann können wir dem Kollegen hier sagen, Blacklist passt. Wo packt er jetzt eigentlich was hin, wenn er irgendwas nicht weiß? Wo wird er was hinpacken, wenn er irgendein Iron nicht weiß? Oder irgendein Ding jetzt nicht weiß? Interessante Frage. Die müsste er theoretisch, wenn er irgendwas hat, was er nicht kennt. Ja, dann macht er hier einen Stau. Dann lassen wir diese Pufferkiste hier. Genau. Ne? Meine Lehrerin. Ne? Genau. Ne? Mhm. Aha, ah ja. Ne? Genau. Ne? Ne? So, nichtsdestotrotz, ignore. Der feuert hier einen nach dem anderen durch. Weltklasse, Weltklasse, Alter. Immer hier. Am Finger geleckt. Puff, puff, puff. Wollte irgendwie so ein komisches Geräusch von mir geben. Aber das habe ich mir dann im letzten Moment anders überlegt. So, jetzt müssen wir hier hoch. Und dann müssen wir uns da jetzt einmal so ganz dämlich, ganz dumm dran vorbeibuddeln. Und müssen hier dann halt alles wieder zumachen. Ja, toll. Ja gut, aber Vorsicht hätte ich jetzt gesagt, ist die Mutter der Kiste mit dem ganzen guten Zeug drin. Die Porzellankiste. Na, also, ich hätte jetzt gesagt, so lieber einmal testen. Weil ich habe zu der Aktion keinen Probebau so richtig gemacht, sondern das habe ich alles irgendwie so mir im Kopf zusammengereimt, nachdem ich dann auch irgendwie so die Funktion von Router Reborn, ja, ich will nicht sagen gecheckt habe, aber ja, ich habe sie so, ich will mal sagen, zu 87% verstanden. Ja, keine Ahnung, zu wie viel Prozent. Also ich habe sie jetzt irgendwie halt mehr oder weniger kapiert, würde ich sagen. So, morgen haben wir Mittwoch. Morgen ist schon wieder Stream, beziehungsweise für euch ist ein Tag, ein Wochentag. Ich muss mir mal dabei nebenbei so, alles klar. Ich musste mir mal hier den ollen Timer anzeigen lassen, weil, wie ihr ja wisst, ich nehme am Stück auf und ich habe so ein gewisses Pensum, das ich immer erfüllen möchte, damit ich dann halt so, ja, ich sag mal, ungefähr eine Woche Ruhe habe. Es klingt immer so, trivolo, eine Woche Ruhe. Also, jetzt hör doch mal. Ja, ich hör doch, aber was soll ich denn sagen? Die Stimmen, sie sind alle, sie verstummen einfach nicht. Die Stimmen in meinem Kopf, in meinem fucking Brain. Ja, dann würde ich sagen, leider abreißen, ne? Müssen wir ja hier eigentlich nicht mehr runter. Oh, das ging aber. Ho, Avanti Dilettanti. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, ey. Dummer Wetter noch. So, und das Ganze müssen wir dann jetzt nochmal irgendwie hier in diesem Kino für die Monsterfalle mal bauen. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Machen, tun, so, halt so. Ja, und jetzt geht's halt auf den Rückweg und dann, ne? Ja, also, wie gesagt, ein Pensum, das ich immer so ungefähr erfüllen möchte. Ungefähr eine Woche lang, in der ich dann halt mich auch so ein bisschen, auch wenn sich das immer gar nicht so danach anhört, aber ich bereite mich doch tatsächlich ein bisschen auf Minecraft vor. Ein klein wenig. Aber es nimmt halt, wie ich ja schon mal sagte, beansprucht Minecraft bei mir am wenigsten Zeit. Weil, wie soll ich jetzt sagen? Ich habe halt wirklich jetzt einen langen Plan. Also ich habe jetzt wirklich mir einen langen Plan zurechtgelegt. An Dingen, die ich noch hier auf jeden Fall reinsetzen will.
einmal hier unten und dann oben. Und wir haben ja auch noch ein Dorf, falls ihr euch noch erinnert. Das Dorf, das muss auch nochmal so ein bisschen versorgt werden mit Energie und so was alles. Und da müssen wir dann auch nochmal sehen, dass wir unglaublich viele Leitungen ziehen und Chunkloader und ach, hol mi trüch und hör mi opte. Also mehr als genug, was wir da noch zu tun haben. Beziehungsweise was ich da noch abarbeiten möchte. Wie, kein Cobblestone mehr. Geht halt mit Dörte weiter. Weil Dörte rörte. Das war so mit Dörte. Gut, dann machen wir halt hier mit dem Pinkens. What? Naja, okay, ich habe da nach oben hin. Ne? Also darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt auf diesem einen roten Punkt was spawnt, aber ne, Sicherheit und so, ne? So, wir haben hier noch auf jeden Fall genug zu tun. Wir müssen hier noch so ein bisschen Ender-IO umgehen und eventuell anders bauen. Da wollte ich jetzt aber mal, weil ich gerade hier bin, mal schauen. Können wir hier eigentlich irgendwas? Nein. Nicht nur pauschal nein, sondern nein. Da können wir gar nichts ändern. Das muss Ender-IO bleiben. Da können wir mal so ganz pauschal gesagt nichts mehr machen. Das muss so bleiben, wie es ist. Tja, dann ist das halt so. Würde ich sagen, in erster Linie, egal. Ne, ich hatte ja schon mal gesagt, Ender-IO muss dann halt, wenn wirklich nichts geht. Und man hat sie ja, glaube ich, am Reservoir, habe ich, glaube ich, nehmen müssen, ne, weil der Akkumulator nicht hinterherkam. Irgendwie so. Irgendwie so war das doch, ne? Da hat man es ja gesehen. Es geht nicht anders. Und ja, was bist du denn überhaupt? Ein Factory-Block bist du. Okay. Haben wir denn noch sowas? Ich meine, das hier sind... Ich glaube nämlich, das sind andere. Hier, chillst. Gib mir mal ein Schüsselding. Die sind tatsächlich anders. Muss ich jetzt für einen echt nach oben gehen, weil ich das immer noch nicht angeklemmt habe am Lager. Alter, Kopf zertrümmert Tisch. Oder Tisch zertrümmert Kopf. Wie auch immer. Nee. Ja. Ey, da hat er doch wirklich... Alter, das kann doch wirklich nicht sein. Da muss doch was im Keller noch sein, oder? Aber ja. Das gibt's ja wohl nicht. Nee, den brauche ich noch. Ey, das kann es jetzt aber echt nicht sein. Hier vielleicht noch was drin? Ja, schon, aber die falschen. Mal so pauschal. Weg damit. Schüssel. Schüssel. Oder bist du bei Digo Moor noch drin? Hä? Da ist noch Cover drin. Teppich kann da drin bleiben. Gehört weder zu dem einen noch zu dem anderen Mod. Da rein. Da rein. Du kommst mit. Ach ja, genau. Man konnte sie ja nicht wieder zurückverarbeiten. Zurückwegverarbeiten. Ich erinnere mich. Dunkel. Dunkel war die Nacht. Letzte. Diese weiß ich nicht. Ist aber auch wieder geil, ne? Ey. Wie ich hier schon wieder... Gut, da haben wir noch einen. Ich wollte gerade sagen... was wollte ich denn jetzt sagen? Ah ja. Ich finde das schon wieder geil, wie ich... Wenn ich Urlaub habe, gleich... die erste Nacht voll auf die Scheiße hau. Immer mal ehrlich. Das kann es auch nicht sein, oder was? Zumal, ich habe noch ein bisschen mehr zu tun. Eigentlich. Ich wollte eigentlich nicht diesen Urlaub nicht verpennen. Weil ich auch noch andere Dinge vorhatte. Hatte. Die haben sie, glaube ich, gerade alle in Luft aufgelöst. Allerdings, wenn ich jetzt Punch Club noch heute aufnehme, dann komm, lass nach. Sonst wird's echt dämlich. So. Ach, den hätten wir doch gar nicht mehr hier unten. Toll. So, meine lieben Freunde. Also, wir können uns hier eigentlich eine der Kisten sparen. Eigentlich. Jetzt kommt wieder uneigentlich. Nee, wir können uns tatsächlich eine von den beiden Kisten sparen. Ich würde fast sagen, die hier macht mehr Sinn. Ja.
Nein. Komm da weg. Komm da weg. Denn da war ein Servo dran. Weil so geht's ja eigentlich auch. Oder täusche ich mich? Geht rein in Router. Geht rein in Router. Und eigentlich schickt er auch erst dann los, wenn er ein freies Inventar findet. Eigentlich. Ich weiß gar nicht, was er sonst... Nee, ansonsten sammelt er ja, das haben wir ja bei Space Astronomy so toll gesehen, mit dem Scrap. Ansonsten sammelt er ja alles vorne im, wie heißt es? Im Servo. Im Servo wird er das ja ansonsten sammeln müssen. Wollen, sollen, können. So, was machen wir mit euch jetzt? Was ist denn die nächste Factory? Oder können wir da jetzt einfach ein Factory Upgrade reinhauen? Wie heißt das denn hier? Factory. Factory. Factory Blocks und so weiter. What the fuck, Alter? Hör auf. Da macht er mir Angst hier. Das ist ja Schiss bei. So. Wir haben jetzt die Basic Factories. Die nächste wäre die Advanced. Das wären die Advanced Factories. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ja, was heißt weiß ich nicht? Ja, hier haben wir es doch schon. Also, wir benötigen Advanced Control Circuits, wir brauchen Enriched Alloy, wir brauchen Holz und wir brauchen Osmium-Ingots. Den ganzen Kram hier, ja, den haben wir noch gar nicht vorbereitet, ne? Den haben wir im Prinzip schon vorbereitet, aber... Jetzt kommt so ein Ding, wo ich mal überlegen bin.